Auf einem Mittelaltermarkt im nordrhein-westfälischen Freudenberg ist am Wochenende überraschend die Pest ausgebrochen. Während zahlreiche Besucher und Darsteller bereits im Fieberwahn reden und mit eitrigen Geschwüren übersät sind, strömen Menschen aus der ganzen Republik auf das Fest, um Geschichte am eigenen Leib zu erfahren. Die begeisterten Veranstalter des Mittelaltermarktes reagierten sofort. Kranke Darsteller und Besucher wurden in ein eigenes Pestzelt verlegt, das nun für ein Eintrittsgeld von 25 Euro zwischen 10 und 19:30 Uhr inspiziert werden kann. Ärzte und Sanitäter wurden bislang nicht zu den Kranken vorgelassen, um das authentische Mittelalter-Feeling nicht zu stören.